Wenn ihr Eier habt, dann solltet ihr unbedingt dieses Video anschauen. Die Rede ist natürlich von verlorenen Klingenschwingen-Eiern. Mit diesen Eiern könnt ihr nämlich ein Mount bekommen. Und zwar könnt ihr damit die Dämmerlicht-Klingenschwinge bekommen. Dafür braucht ihr 10 verlorene Klingenschwingen-Eier. In manchen Guides steht, dass ihr 6 Eier braucht, aber ihr braucht 10 Eier, um das Mount zu bekommen. Und wo kriegt ihr die Eier? Es kann sein, dass ihr sogar schon welche im Inventar habt. Das ist ein ganz normales Item. Ich würde euch einfach empfehlen, einfach mal nachzuschauen. Ich hatte auch schon welche im Inventar und wusste erst gar nicht, was ich damit machen soll. Gott sei Dank habe ich die nicht weggeworfen. Ich hatte schon 2. Die Eier könnt ihr einfach ganz normal in Cortia farmen. Die kriegt ihr einmal von den Plünderern und Fressern der Verschlinger. Das sind die Mobs ganz im Westen in Cortia. Und ich blende euch die Koordinaten einfach ein. Und ihr seht auch auf dem Bildschirm, welche Mobs das sind. Aber die könnt ihr von denen farmen. Und ihr macht das ganz normal, wie man das so kennt. Ihr killt die Mobs, ihr lootet sie und eventuell habt ihr dann ein Ei. Die Dropchance ist nicht sonderlich hoch. Ich habe ungefähr vorhin eine halbe Stunde gefarmt und habe ein Ei bekommen. Das heißt, ich habe jetzt schon 3 Eier. Also, das dauert eine Weile, bis ihr das alles zusammengefarmt habt. Aber wenn ihr täglich in Cortia questet, dann solltet ihr das relativ schnell beisammen haben. Und wenn ihr dann 10 Eier habt, dann müsst ihr zu den Koordinaten 25, 51 und dort findet ihr ein Nest. Und das könnt ihr anklicken, wenn ihr so ein Ei habt. Da könnt ihr nämlich die Eier reinlegen und wenn ihr das 10-mal gemacht habt, dann kriegt ihr eben ein Mount. Wenn ihr ein Ei reinlegt, zumindest beim ersten, bei den anderen weiß ich es nicht genau, ich habe jetzt erst ein Ei reingelegt. Dann kommt noch ein Mob, das müsst ihr killen. Aber ja, wenn ihr 10 Eier habt und die da rein tut, dann kriegt ihr auf jeden Fall das Dämmerlicht Klingen Schwingen Mount. Schwieriges Wort. Aber ja, das war es im Prinzip auch schon. 10 Eier farmen, das Nest anklicken, die Eier da reinlegen und Mount erhalten. Relativ simpel. Eigentlich super simpel. Es ist einfach nur eine, ja, eine längere Farmarbeit. Aber wie gesagt, das kann man einfach alles nebenher ein bisschen machen. Und dann habt ihr das in ein paar Wochen zusammen. Oder wenn ihr aktiv farmt, dann könnt ihr das sogar, weiß ich nicht, an einem Tag oder an mehreren Tagen schaffen. Kleiner Tipp noch. Ich habe gesehen, dass in der benutzerdefinierten Gruppensuche, dass dort öfters mal Eifarm-Gruppen sind. Also da könnt ihr dann einfach in der benutzerdefinierten Suche nach Egg suchen, also EGG. Und dann tauchen da öfters mal Gruppen auf von Spielern, die Eier farmen. Also wenn ihr nicht alleine farmen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall so machen. Dann könnt ihr euch der Gruppe anschließen und dann geht das eventuell sogar noch ein bisschen schneller. Okay, dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, es war nützlich und es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Mount schon habt oder ob ihr vorhabt, es zu holen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video oder eventuell auf Twitch, wenn ihr euch für Arena interessiert. Link in der Videobeschreibung. Okay, aber das war's jetzt. Macht's gut. Bye bye.